So stellt sich Mercedes die elektromobile Zukunft der Luxusklasse vor. Die rein elektrischen Fahrzeuge der Stuttgarter tragen das Kürzel EQ in der Typbezeichnung. Mit der Studie Vision EQS will Mercedes demonstrieren, wie elegant künftige Topmodelle des Konzerns gestylt werden sollen. Gerade mal 6 Wochen nach der Weltpremiere auf der IAA in Frankfurt sind wir hier mit in Tokio unterwegs und schauen uns mal an, wie die elektrische Luxuslimousine der Zukunft tatsächlich fahren könnte. Das Concept-Car, das Mercedes dem Publikum präsentiert, sieht extrem futuristisch aus und lässt auf einen sehr geringen Luftwiderstandsbeiwert hoffen. Im Gegensatz zu den meisten Designstudien ist der Vision EQS fahrbar. Und das nicht nur für Mercedes-Mitarbeiter, sondern auch für einige wenige ausgewählte Fachjournalisten weltweit. Hier sitzen wir in einem handgefertigten Prototypen, der leider nicht viel mehr als Schrittgeschwindigkeit schafft. Aber das Serienauto wird irgendwann mal knapp 500 PS haben, Allradantrieb und mehr als 100 Kilowattstunden Akkuleistung. Also genug für über 700 Kilometer Reichweite. Wie sich's für eine Luxuslimousine gehört, wird es verdammt schnell fahren. Mindestens 200 km/h sind gesetzt und 0 auf 100 nicht viel mehr als 4 Sekunden. Das ist die alte Welt. Die neue Welt ist ein Interior Design, wie man es bei Mercedes noch nicht gesehen hat. Keine barocke Ornamentarik mehr, sondern extrem clean, extrem lean. Der Innenraum erinnert ein wenig an eine leere Vitrine. Das Design ist puristisch, man könnte es auch steril nennen. Selbst das Lenkrad ist nur zur Hälfte vorhanden. Vom Ansatz des Designers vielleicht nachvollziehbar, die Alltagstauglichkeit ist allerdings fragwürdig. Es ist hyperanalog, so nennt es Designchef Gordon Wagner. Es gibt überhaupt keine Anzeigen, kaum Bedienelemente und alles, was angezeigt werden muss, wird projiziert. So wird das Ganze extrem ergonomisch, extrem schön und sehr beruhigend fürs Auge. Zumindest, wenn man ein Faible für blaue Leuchtbänder hat. Der Mercedes Vision EQS zeigt durchaus eindrucksvoll, wohin sich das Design der zukünftigen Mercedes-Fahrzeuge, insbesondere in der Luxusklasse, entwickeln soll. Dass nicht alles, was man an dieser Studie sieht, Einzug in die Serie finden wird, muss jedem klar sein. Allein schon das Lichtkonzept im Kühler wird sicherlich nicht die Zustimmung des Kraftfahrtbundesamtes finden. Ja, es war eine kurze Stippvisite in der Zukunft, denn es wird noch gute 2 Jahre dauern, bis dieses Auto tatsächlich in Serie geht. Dann können auch Superreiche mit reinem Gewissen reisen. Auch wenn das Serienmodell nicht genauso aussehen wird wie das Concept Car, zeigt Mercedes mit dem Vision EQS, dass es auch der Daimler-Konzern ernst meint mit dem Wandel in Richtung der Elektromobilität. Sollten es die ungefähre Form und einige Details des Vision EQS in die Serie schaffen, können wir in 2 Jahren mit einem spannenden Auto rechnen.